Bestimme, ob 380 durch 2, 3, 4, 5, 6, 9 oder 10 teilbar ist. 7 und 8 lassen wir mal aus. Beginnen wir mit 2. Teilbar durch 2, um zu bestimmen, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist, müssen wir schauen, ob die letzte Ziffer eine gerade Ziffer ist. Ich schreibe jetzt zuerst mal die Zahl hin, 380. Die letzte Ziffer ist diese hier, ne? Die 0 ist diese gerade. Die geraden Zahlen, wie wir wissen, sind 0, 2, 4, 6 oder 8. Hier haben wir eine 0 und in dem Fall ist 380 eine gerade Zahl. Und deshalb auch durch 2 teilbar. Das heißt, 380 ist durch 2 teilbar. Gut, schauen wir uns in dem Fall nun die 3 an. Eine einfache Art und Weise festzustellen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist, ist, indem man die Quersumme ausrechnet und schaut, ob diese durch 3 teilbar ist. Die Quersumme ist ganz einfach die Summe der einzelnen Ziffern. Im Falle von 380 ist das einfach 3 plus 8 plus 0. 3 plus 8 sind 11, plus 0 bleibt 11. Die Quersumme ist 11. Ist 11 durch 3 teilbar? Ganz klar, das ist nicht durch 3 teilbar. Wenn du Schwierigkeiten hast, das festzustellen, kannst du ganz einfach die Quersumme der 11 ausrechnen. 1 plus 1 ist 2. Und das ist jetzt wirklich einfach zu erkennen, ob das durch 3 teilbar ist, nicht? In dem Fall sind weder 11 noch 2 sind durch 3 teilbar. Das heißt, 380 ist nicht durch 3 teilbar. Weshalb das so ist und weshalb du das so ausrechnen kannst, erfährst du dann in einem späteren Video. Gut, schauen wir uns nun die 4 an. Etwas, was du sicher schon kennst, ist, dass 100 durch 4 teilbar ist. 4 mal 25 gibt nämlich 100. Daraus folgt, aus diesem Grund müssen wir nur überprüfen, ob die letzten zwei Ziffern unserer Zahl 380 durch 4 teilbar sind. Wir fragen uns also, sind die letzten zwei Ziffern durch 4 teilbar? Nun, die letzten zwei Ziffern in diesem Fall sind 8 und 0. 80. Ist 80 durch 4 teilbar? Nun, das ist ganz einfach, ganz klar ersichtlich. 8 ist durch 4 teilbar, nämlich 2 mal 4 gibt 8. In dem Fall ist auch 80 durch 4 teilbar. 4 mal 20 gibt 80. Das heißt, wenn 80 durch 4 teilbar ist, ist auch 380 durch 4 teilbar. 380 ist durch 4 teilbar. Gut, schauen wir uns die 5 an. Wann ist eine Zahl durch 5 teilbar? Das ist ganz einfach, nämlich dann, wenn die Einerstelle eine 5 oder eine 0 ist. In unserem Fall 380 steht an der Einerstelle welche Zahl? Eine 0. Das heißt, 380 ist ganz klar durch 5 teilbar. Schauen wir uns nun an, ob 380 durch 6 teilbar ist. Wann ist eine Zahl durch 6 teilbar? Nun, 6 besteht ja aus den beiden Faktoren 2 und 3. 2 mal 3 gibt 6.
Damit eine Zahl durch 6 teilbar ist, muss sie sowohl durch 2 wie auch durch 3 teilbar sein. Wie wir hier oben gesehen haben, ist aber 380 nicht durch 3 teilbar, weil die Quersumme nicht durch 3 teilbar ist. Das heißt, auch durch 6 ist 380 nicht teilbar. Das heißt, 380 ist nicht durch 6 teilbar. Gut, schauen wir uns nun an, ob 380 durch 9 teilbar ist. Wann ist eine Zahl durch 9 teilbar? Wir können uns das genau gleich überlegen wie bei der 6. 9 ist ja bekanntlich 3 mal 3. Das heißt, damit eine Zahl durch 9 teilbar sein kann, muss sie auch durch 3 teilbar sein. Weil aber 380, wie wir hier oben gesehen haben, nicht durch 3 teilbar ist, ist 380 auch nicht durch 9 teilbar. Das ist so gut. Es gibt jedoch auch noch einen anderen Weg, um das zu überprüfen. Sehr ähnlich wie bei der 3 können wir auch für die Teilbarkeit durch 9 die Quersumme der Zahl bilden. Wir rechnen also 3 plus 8 plus 0. Das gibt 11. 11 ist nicht durch 9 teilbar. Und damit ist natürlich dann 380 auch nicht durch 9 teilbar. Schön, schauen wir uns nun zum Schluss die 10 an. Die 10 ist relativ einfach zu überprüfen, die Teilbarkeit durch 10. Schauen wir uns mal kurz die 10er-Reihe an. Wir haben 10, wir haben 20, 30, 40, das ist eine 0, ne? Und die 50. Was haben all diese Zahlen gemeinsam? Genau, sie enden alle auf eine 0. Das heißt, wir müssen die letzte Ziffer der Zahl überprüfen und schauen, ist es eine 0, ja oder nein. Nun, bei 380, das sehen wir sofort, haben wir eine 0. Das heißt, 380 ist durch 10 teilbar. Ist durch 10 teilbar. Hier habe ich noch die 9 vergessen, ne? Die 9, durch die 9 war es natürlich nicht teilbar. Jetzt haben wir überprüft für alle Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 9 oder 10, ob 380 durch diese teilbar ist.